Oh yeah, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wir sind hier im dritten Dungeon angekommen und werden hier von diesen blöden Slimes belästigt, die wir nur mit Bomben besiegen können, zumindest bisher. Ich glaube, die Pfeile, die wir haben, die machen nicht so viel Unterschied. Hier sind überall diese Wände. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da heute was für bekommen könnten, um da durchzukommen. Das kann ja nicht sein. Dass hinter zwischen diesen Wänden da. Oh, ich muss die Augen abschießen. Dass hinter diesen Wänden da manchmal Items sind, zum Beispiel Rubine und so. Das muss doch. Muss doch bedeuten, dass ich da lang kann, oder? Das ist ein bisschen seltsam und verwirrend aufgebaut, aber. Ach komm. Als ob ich wieder hier bin. Jetzt. Nein, was? Was zum Teufel? Macht doch keinen Sinn. Okay. Nein! Okay. Was hast du gemacht? Oh, da ist noch einer. Oh, die muss man in der Zeit machen. Okay, komm, los. Yes. Okay, ich geh erstmal rechts lang, weil ich es gerade freigeschaltet habe. Und das nicht so einfach war. Wieder diese blöden Schlangen. Oh Gott, wie die Viecher nerven. Du hast Angst? Gott, was glaubt ihr, wer hat mehr Angst? Die Schlange oder Link? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie jung Link ist, aber ich meine, er ist jetzt nicht der Älteste. Warte mal, kann ich das... Ich bin gerade verwirrt. Kann ich das noch weiterschieben oder fehlt mir hier irgendwas? Warte. Moment, dann machen wir das anders. Dann machen wir das von hier aus. Müssen einfach nur die Position wechseln. So. Oh. Ah. Und den kann ich jetzt... warte, ich habe eine Idee. Das ist so nervig, dass es immer so ewig lange dauert, das aufzuladen. Gibt es einen guten Grund für das so lange aufzuladen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Genau. Den verschieben und jetzt kann ich ihn seitlich machen. Ja. Habe ich vorher nicht gecheckt. Bisschen unnötig das Ganze gelöst, aber was soll's. Jetzt weg damit! Schnell! Bevor die Leiste weggeht! Okay. Und was schalten wir mal frei? Mein Schlüssel! Das ist doch ganz runtergefallen! Ich muss hinterher! Ich glaube, wir waren noch gar nicht, oder? Wir waren mit einem Schlüssel! Wunderbar. Aber bevor wir jetzt weitermachen in der Geschichte, will ich erstmal nochmal wieder zurückgehen nach oben, weil es da noch eine andere Tür gab, wo wir nicht lang gegangen sind. Und ich habe das Gefühl, da hätte ich als erstes lang gehen sollen, weil es da vielleicht noch irgendwelche schönen Schätze für mich gibt. Genau, so sieht's aus. Deshalb machen wir hier einen kleinen Speedrun durch die Map. Tudum. So, komm her. So, lass mich durch. Schnell. Los. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Und los geht's. Was gibt's hier? Was habe ich verpasst? Wieder ein Rätselraum. Die machen ihre Augen nicht auf. Wahrscheinlich erst, wenn die Knöpfe aktiviert sind, oder? Kann das sein? Ich kriege auf jeden Fall sehr, sehr viele Pfeile. Ah, nee, warte. Ich sehe sogar jetzt schon. So. Ah, verdammt, das geht gar nicht. Oder? Warte. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich will das von hier aus machen. Und dann... ich glaube, von hier aus reicht es sogar schon. Das müsste sogar schon reichen. Ja, das reicht sogar so schon. Oh Gott! Jetzt sind sie beide aktiv. Also gegen einen gekämpft haben wir schon mal, aber gegen zwei auf einmal? Na gut. Wenn es sein muss. Komm, dreh dich um. Bam. Und wir erhalten eventuell das Dungeon-Item. Nee, einen Kompass. Damit sehe ich aber, wo ich eventuell das Dungeon-Item bekommen könnte. Und wie weit ich hier bin. Okay, hier oben ist irgendwo der Boss, aber da kommen wir noch nicht hin. Hier gibt es noch sehr viele Truhen. Und unten gibt es noch eine. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Gehen wir hier schnell wieder zurück. Komm schon.
Okay, okay, egal. Wir sind hier. Okay, schön. So, jetzt können wir einfach runterfallen. Das ist eine schöne Abkürzung. Einfach durch die Gegner rollen. Wie eh und je. So. Herzen nehme ich natürlich immer gerne an. Wunderbar. Und nun können wir... Wo kommen wir weiter? Hier? Ich meine, es war sogar hier, oder? Lass mal sehen. Aua. Dankeschön, Kumpel. Ich meine, wir können... Ja, hier. Na komm, schnell. Aha. Plattform. Okay. Okay. Das ging ja noch. Was zum... eine rote Hand! Wir haben ja schon mal blaue Hände gesehen, aber... Eine rote Hand? Haben wir noch nie gesehen. Schwindemann, das ist Probleme. Danke. So, von Weitem aus können wir das abschießen. Reicht aus. Easy peasy. So. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Kampf. Das sieht... Ja, auf jeden Fall aus wie ein Kampf. Oh Gott, wieder so ein Spinner. Wir sprengen ihn einfach weg. Was will er tun? Hä? Ja, renn da schön hinein. Finde ich sehr gut. Komm, bleib stehen. Bam! Na komm. Bam. Oh, der macht einen doppelten Hit. Okay, wir haben ja schon mal gegen einen gekämpft, aber der hatte nur einen Hit gemacht. Der macht zwei Hits. Oh, der ist viel stärker als der erste, gegen den wir gekämpft haben. Hä? Aber hat weniger Leben? Das war jetzt super schnell irgendwie. Na gut, ich beschwere mich nicht. Okay, Portal brauche ich glaube ich noch nicht. Deshalb benutze ich auch noch nicht. Schnell weg hier! Schalter. Okay, extra Ehrenrunde drehen. Kriegen wir hin. Alright. Alright. So schwer ist der Dungeon jetzt aber auch nicht. Das ist doch gut. Was waren die Platten hier? Nichts? Ist hier irgendwas? Ah, ja, hier ist was. Ein Secret. Komm, mach rauf. Mach rauf. Doch kein Secret, sondern hier ist das Dungeon-Item. Maulwurfshandschuhe. Damit kannst du graben wie ein Maulwurf. Oh yeah. Boah, wie die aussehen, voll cool. Link ist ready. Jetzt können wir endlich durch diesen Betonboden graben. Oder diesen Erdboden, keine Ahnung. 100 Rubine? Dazu sage ich nicht, nein. Oh Gott, jetzt haben wir aber noch so viel Neues zum Erkunden. Jetzt, wo wir dieses Dungeon-Item haben. Jetzt haben wir super viel zum Erkunden. Aua, ich glaube aber hier in dieser Ebene gibt es nichts mehr zu erkunden. Ich glaube, dafür wollen wir jetzt zum Beispiel... hier rausgehen. Tipp. Erstmal den ausgraben. Ding. Link. Komm schon. Wir kriegen ein Fragment dadurch. Okay. Aber hier oben meine ich. Ja. Hier ist ein neuer Weg. Was? Schieben? Okay, hier ist der Boss. Das sieht sehr nach Boss aus. Wo führst du mich hin? Aha, Abkürzungen. Am Anfang des Dungeons. Schön. Kann ich hier noch was kaputt machen? Nee, warte, von hier bin ich gekommen. Von hier habe ich doch die Handschuhe überhaupt erhalten. Oder nicht? War es nicht hier? Doch. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Alles klar, hier drüben sollten wir, glaube ich, nun weiterkommen können, jetzt, wo wir graben können. Da oben ist nämlich eine riesige Kiste, die ich gerne hätte. Und ich glaube, hier finden wir den Weg dazu. Oh Gott. Oh, danke für die 100er. Das war nett. Sehr großzügig, Kumpel. Und du? Was sind das überhaupt für komische Würmer? Hier schon mal braun-gelbe Würmer gesehen? Mit einem riesigen hellblauen Auge? Ich definitiv nicht. Aua! Bam! Bam! Komm, verschwinde! Bewegen sie auch so random? Da muss man aufpassen.
So, bitte. Wo sind wir nun? Okay, auf jeden Fall irgendwo, wo wir noch nicht waren. Das ist zumindest mal was Gutes. Auf zu leben! Ach, ist nicht dein Ernst. Ich brauche hierfür einen Schlüssel? Oh Mann. Na gut. Hier brauche ich einen Schlüssel für. Dann muss ich hier den ganzen Weg nochmal zurückkommen. Irgendwann. Die bringe ich wieder zurück zum Anfang, ne? Oh, danke. Kann ich da sonst auch irgendwas machen? Ja, in die Kiste da komme ich nicht dran. Hier komme ich nicht hoch. Also zumindest habe ich noch nicht herausgefunden oder verstanden, wie ich hier hochkommen soll. Ich glaube nicht, dass das was bringt, hier klein zu sein, weil klein kann ich auch nicht graben. Also ich glaube, man kommt irgendwie von da oben oder so raus. Was ist denn das überhaupt für ein Ort? Hä? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Okay, ich überlege gerade, wo gab es noch was? Es gab noch... am Anfang, genau, hier ist der Anfangsraum. Und hier sind die Wege. Ich glaube, ganz, ganz rechts. Komm, lass mich durch. Hier ist noch ein Rubin. Ein 100er. Ah, ne, 20 oder sowas, keine Ahnung. Genau, wie kommen wir denn hier durch? Hier kommen wir gar nicht durch, oder? Nee, irgendwie... ich habe das schon mal probiert. Nee, das ist ein Rückweg wahrscheinlich. Aber ich bin mir sehr sicher, es gab irgendwo noch einen Ort zum Graben. Wo war denn das? War das nicht hier? Doch, hier war das. Alright, endlich gefunden. Warte, links gab es auch noch einen... ah, ne, von da kamen wir. Das hatten wir schon gemacht, links. Okay. Das hatten wir schon. Gut, gut. Vielleicht eine reinhauen damit? Nein, du kannst mir eine reinhauen. Nicht so schön. Dieses Sonnenviech. Hilfe! Kann ich einfach durch? Ja, kann ich. Hier mehr gibt's denn nicht. Was haben wir hier? Hm? Hier waren wir doch schon. Aua. Ja, hier waren wir schon mal. Oh Gott, wieso muss ich euch wieder besiegen? Gibt's hier was Neues an mich? Also, Glücksfragmente. Toll. Ja, was bringt mir das denn jetzt hier wieder zu sein? Oh, warte mal, kann ich da oben in dem Raum runterfallen irgendwo? Könnte kleiner werden. Ah, da rechts kann ich runterfallen! Ah, da brauche ich einen Schlüssel für. Und wie komme ich da überhaupt hin? Ah, nee, da war ich vorhin. Ja, aber da brauche ich einen Schlüssel für. Und kleiner werden ist halt auch nur hier für diese Challenge, die wir schon alles gemacht haben. Das ist nichts Neues. Verdammt, ich finde nichts Neues. Ich glaube, wenn ich hier kleiner bin und hier runterfalle, ändert das auch nichts. Will ich nur Schaden nehmen. Oder? Warte mal, nein! Da ist doch so ein Loch. Wait. Ich glaube, wenn ich da groß, ich meine klein werde, dann kann ich da ganz, ganz runterfallen, sterbe nicht und kann da lang und mir ein paar Sachen holen. Ja, komm, gleich einfach durch. Okay, warte, ich versuche das mal. Ich versuche es einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja wirklich. Keine Ahnung, ob das schneller ist, so zu rollen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schneller ist. Egal. Also eigentlich kann man das nicht überleben, wenn man so klein ist wie Link, aber... naja. Tatsache. So kommt man... zu dem Herzteil. Hä, aber das hilft mir immer noch nicht weiter. Toll, ich habe das Herzteil, aber mehr irgendwie auch nicht. Okay, und wie komme ich jetzt weg? Gar nicht? Ist das nur zur Show? Sicher ernst. Ernsthaft? Nee, nicht dein Ernst. Gut. Ja, muss ich mir mal weiter umschauen. Also, ich sehe auf der Karte, dass da ganz links noch irgendwas zu finden ist. Ja, hier gibt es eine geheime Tür, wenn man hier nach ganz links gräbt. Was ist hier? Ist das eine Kiste? Oh, ja. Cool. Ich habe nur gesehen, dass da einfach kein Beton war und es war irgendwie komisch. Was zum... Zauberer! Was seid ihr für komische Zaubererwesen? Sind so groß und komisch. Aber sie sehen cool aus. Ich mag deren Sprite. Okay. Ciao. 80 Muscheln, aber das war nur ein Bonusraum. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier weiterkomme. Irgendwo dort, aber irgendwie auch nicht. Mir fehlt ein Schlüssel.
Freunde, mir fehlt literally einfach ein Schlüssel. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den verpasst habe. Meine Theorie ist ja, dass er in einer dieser beiden Kisten ist. Aber wie komme ich nach da oben und wie kann ich von da oben nach unten fallen? Wie mache ich das? Ah. Freunde, ihr dürft mich offiziell blind nennen. Hier ist eine Treppe nach oben. Ganz easy peasy. Und hier kriegt man die Karte. Ganz toll, oder? Ja, und mit dieser Karte können wir jetzt alle Räume sehen. Ja, das sind die einzigen Räume, die wir verpasst haben. Also wirklich, mir fehlt immer noch ein Schlüssel. Also, klar, ich habe das jetzt hier rausgefunden. Toll. Aber Schlüssel fehlt mir immer noch. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den verpasst haben soll. Heißt das zum Beispiel hier alle Gegner in diesem Raum killen? Auf einmal kommt da so ein Schlüssel? Ich meine, es sind ja immer Sachen passiert, nachdem wir alle Gegner besiegt haben in einem Raum. Vielleicht muss ich den Typen hier rechts besiegen. Vielleicht hat der das Geheimnis bei sich. Na komm. Passiert irgendwas? Ach, da oben ist noch einer. Da oben ist noch einer. Komm, bitte, sag mir nicht, ich habe meine Zeit verschwendet. Komm schon. Komm schon, irgendwas muss noch passieren, nachdem alle tot sind. Bitte, bitte! Nein. Rein gar nichts. Und Schlüssel versteckt sich hier auch nicht. Oder? Kann ich hier schieben? Kann ich nicht schieben. Okay, ich habe es mal nachgeschaut. Also, man kann sich hier kleiner machen. Hier drüben. Und dann kann man doch den ganzen Weg hier schaffen. Also, ja, ich weiß wirklich nicht. Ich habe eigentlich nichts dazu zu sagen. Wir werden einfach sehen, wie es funktioniert, was passiert. Und das war's. Ja, hier kann man nicht runterfallen. Und hier muss man das übrigens so machen, dass man hier in der Mitte durchlandet. So. Ja, sonst passiert nämlich das. Also wieder schön warten und die Zeit verschwenden. Ah, schön. So. Und dann kann man hier lang. So. Jetzt können wir zwei Sachen machen. Wir können hier gleich runterspringen. Und wir können aber erstmal hier hoch. Hier oben können wir graben. Ja, wenn wir mal schauen, wo wir sind. Wir sind irgendwo in der Wand drin. Trotzdem normale Größe. Und ja, gut, kriege ich jetzt Schaden, egal. Ich habe endlich den Schlüssel gefunden, der mir fehlte. So. Endlich können wir weiter. So, ich glaube, das hier runterfallen ist nur dafür da, dass ich halt jetzt hier wieder groß werde. Und ja. Ich glaube, jetzt lass mich kurz grabben. Dann machen sie so keinen Schaden. Reicht der normale Schlüssel, um hier oben durchzukommen? Die Antwort lautet nein. Okay, wo muss ich denn einsetzen? Wo fehlt mir ein Schlüsselort? Da oben links. Oder unten links, besser gesagt. Oder? Nee, warte mal. Nee, oder? War das hier? Wo bin ich für Schlüsselfäte? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich meine aber schon, dass... Oh, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Wo war denn das dann? Warum muss ich es wieder suchen? Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar hätte ich hier eigentlich direkt bleiben können und weiterspielen können. Ich habe mich aber graben lassen, weil ich dachte, ich muss woanders lang. Keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall mit dem Schlüssel müssen wir hier nochmal an den Würmern vorbei. Ich versuche mich jetzt aber dran zu schleichen, dass ich nicht unbedingt mit denen kämpfen muss. Danke. So, und hier oben war eine Tür, wo wir den Schlüssel benötigten. So, einfach durch. Schnell, schnell, schnell durch. Und jetzt. Qual der Wahl. Ich sag links. Ich nehme natürlich rechts. Haha, ich habe von Anfang an rechts genommen. Von einem Troll. Yeah, der große Schlüssel.
Damit haben wir jede einzelne Kiste, soweit ich weiß, alles in den Dungeon und können nun zum Boss. Und wer ist der Boss, fragt ihr euch? Na, also wenn ihr euch das fragt, dann ist das eigentlich ziemlich dumm, weil er ist schon 20 Mal angekreuzt gewesen, aber... Hallo, Link? Aber gut! Aua. Wir nehmen die Abkürzung mit dem roten Portal. Ja, es ist ein großes Labyrinth, dieses Level. Aber egal, wir sind jetzt durch. Auf zum Boss, los geht's. Keine Zeit mehr verlieren. Keine Zeit mehr verschwenden. Danke. Ja, komm, wir haben alles. Komm, reicht. Los geht's. Was zum... Eine große Statue? Die zum Leben erweckt? Oh, es ist nur ein Kopf. Aber ein riesengroßer Kopf. Er hat Hände! Wo bin ich hier? Bei Mario 64? Oh, Mann. Na gut, ich weiß auf jeden Fall, was ich hier benutzen muss. Und zwar... meinen... Aua. Bogen! Aua. Meinen Bogen! Nein, verdammt. Meinen Bogen! Yeah. Und jetzt komm hier! Zerplättet. Und du bist der Nächste! Und jetzt... Der Kopf! Was muss ich machen? Gegen ihn rennen? Was muss ich machen? Den wegspringen? Was muss ich machen? Oh, warte, ich seh's, ich seh's! Der muss kleiner werden. Und dann in ihn rein. Ihn wahrscheinlich deaktivieren von innen oder so. Oder? Ja! Okay, okay. Wir sind in ihn drin. Bam, 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 bam. Komm, geh kaputt, Mann! Ich bin kein Kranspielzeug, was soll denn das? Das ist eine echt coole Idee für einen Boss. Gefällt mir. Ah, oh, aber er ist auch nicht so einfach. Oh Gott. Komm schon. Piu! Bam, 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 bam. Weg. Aua. Ja, da kriegt er mich manchmal. Aber ich krieg ihn auch! So, jetzt schnell. So, schnell, 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 schnell. Wie viele Leben hat der insgesamt? Oh, ich muss mich durchgraben. Hä, man kann sich das Tangling doch nicht durchgraben. Okay, haben wir scheinbar für den Boss einfach extra nochmal geändert, dass man sich hier doch durchgraben kann. Aber welcher ist der Böse? Verdammt! Welcher ist der Böse? Der ist es! Der ist es! Komm schon! Yes! Okay. Wieder wechseln auf den Bogen. Schnell wieder groß werden. Der sucht mich schon. Oder greift mich schon an. Aua. Aua. Dankeschön, Spiel. Oh, macht seine Augen jetzt schneller zu. Oh, viel schneller. Ich muss sofort schießen. Wer merkt das sonst? Nein! Was zum? Er hat mich verkleinert! Ach komm schon, das ist nervig. Der hat so einen Laserstrahl, womit er einen kleiner machen kann. Und was macht er bei Gegnern, die kein gutes Herz haben? Die kann er noch nicht kleiner machen. Naja, keine Ahnung. Vielleicht werden wir es auch niemals herausfinden. Was macht der Blaustrahl? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Einfach nur aufs Maul hauen. Das will ich jetzt. Okay, wieder graben, wieder graben. Welcher ist der Böse? Du bist der Böse! Jetzt bist du fällig! Dreimal hat wohl gereicht. Warum ist wieder groß? Ist unlogisch, aber egal. Yay! Und einen Herzcontainer gibt's kostenlos dazu. Yay! Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann unser Schwert upgraden und uns neue Abenteuer raussuchen in der Welt von Hyrule. Ja! Yeah!